Sind Sie GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer? Dann gibt es 5 Punkte, die Sie in Ihrem Vertrag unbedingt beachten sollten. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt gleich an. Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Alfred Gesierig. Ich bin Steuerberater in Gilching bei München. Und ich habe viele GmbHs in meiner Mandantschaft und deswegen will ich Ihnen heute mal erzählen 5 Punkte, die jeder GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer beachten sollte. Ja, fangen wir mal an. Brauchen Sie denn eigentlich einen schriftlichen Anstellungsvertrag? Ja, definitiv. Also wenn tatsächlich keiner vorhanden ist und man auch keinen mehr finden kann, ja, gibt es noch ein paar Ausreden oder Auswege, wie man sich da retten kann, aber warum sollten Sie sich dieser Diskussion überhaupt aussetzen? Also unbedingt schriftlicher Anstellungsvertrag. Und was Sie auf jeden Fall brauchen, ist einen Gesellschafterbeschluss, der diesen Anstellungsvertrag genehmigt. Und zwar, da machen Sie eine ganz einfache Formulierung. Die Gesellschafter der XY GmbH sind heute unter Verzicht auf alle Frist- und Formerfordernisse zusammengekommen und beschließen, was folgt, Doppelpunkt, dem Geschäftsführervertrag mit Herrn XY vom 10. Januar 2023 wird zugestimmt. Ort, Datum, Unterschriften aller Gesellschafter. Übrigens, wenn Sie Alleingesellschafter sind, ist zwingend vorgeschrieben im GmbH-Gesetz, dass Sie jeden Beschluss schriftlich protokollieren. Sie schreiben dann natürlich nicht, die Gesellschafter sind zusammengekommen. Sie können ja nicht alleine zusammenkommen. Sie schreiben ganz einfach Protokoll eines Gesellschafterbeschlusses. Dem Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer Huber wird zugestimmt. Ort, Datum, Unterschrift und fertig. Ja, dann die nächste Frage, die Sie klären müssen. Wie hoch soll denn Ihr Gehalt sein? Also wenn Sie andere Mitgesellschafter haben, die nicht mitarbeiten, ja dann natürlich so hoch wie möglich, so hoch wie die anderen da noch bereit sind mitzuspielen. Machen Sie sich keine Sorgen um verdeckte Gewinnausschüttung. Erstens mal Risiko schon mal stark minimiert dadurch, dass Sie kein beherrschender Gesellschafter sind. Und außerdem, selbst wenn es dazu kommt, da profitieren Sie sogar davon, weil der Steuersatz für Ihr Gehalt sinkt dann von 42% auf 25%. Weil verdeckte Gewinnausschüttung ist nämlich Kapitaleinkünfte, Steuersatz nur 25% statt 42%. Ja, wenn Sie Alleingesellschafter sind, dann stellt sich natürlich eine ganz andere Frage. Da müssen Sie Ihre steuerlichen Verhältnisse optimieren und da haben Sie natürlich die Möglichkeit, hohes Gehalt, niedriger Gewinn, keine Gewinnausschüttung. Oder niedriges Gehalt, bleibt ein hoher Gewinn, den können Sie dann ausschütten. Was ist denn da besser? Ja, also wenn Sie jetzt mal alles zusammenrechnen, Geschäftsführergehalt kommen Sie mit Spitzensteuersatz und Soli, wenn man mal die Kirchensteuer beiseite lässt, mit 44,3% davon. Gewinnausschüttung landen Sie in aller Regel bei 48-49%. Ist also ein hohes Gehalt besser. Aber Vorsicht, übertreiben Sie es nicht, weil wenn das Gehalt so hoch ist, dass Ihre GmbH Verluste macht, dann müssen Sie Lohnsteuer zahlen auf Ihr Geschäftsführergehalt und die GmbH häuft nicht nutzbare Verluste an. Also das ist schlecht. Dann lieber etwas niedriger. Wenn Sie jetzt sagen, ja, dann mache ich das halt immer rauf und runter, je nachdem, wie gerade die Ertragslage ist. Da spielt das Finanzamt nicht mit. Was nicht erlaubt ist, ist ein Zickzackkurs. Sie müssen sich also schon festlegen. Aber ich komme jetzt gleich noch zur Geschäftsführertantieme. Damit können Sie da eine gewisse Flexibilität reinbringen. Ja, jetzt sind wir bei der Tantiemevereinbarung. Die ist natürlich nicht zwingend, aber ist natürlich eine clevere Sache, weil wenn der Gewinn hochgeht, können Sie da so ungefähr die Hälfte abschöpfen durch eine Tantiemevereinbarung. Wie hoch sollte die Tantieme sein? Da gilt das Gleiche wie vorher. Wenn es da noch andere Gesellschafter gibt in Ihrer GmbH, so hoch wie möglich, so hoch wie die noch mitspielen, keine Angst vor verdeckter Gewinnausschüttung. Wenn Sie alleine sind, ja, dann müssen Sie sich mal überlegen, was ist denn der Unterschied zwischen Tantiemevereinbarung und Gewinnausschüttung? Tantieme ist Gehaltsbestandteil, ist damit Aufwand bei der GmbH und spart Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Gewinnausschüttung, die senkt natürlich den steuerpflichtigen Gewinn der GmbH nicht, sondern
Sie versteuern den vollen Gewinn und dann halt 25% Steuer auf die Gewinnausschüttung. Auch da gilt das Gleiche wie vorher. Tantieme ist steuerlich etwas besser, aber eben viel unflexibler, weil Sie müssen die vorher festlegen. Sie können zum Beispiel jetzt im Januar 2023 nicht sagen, ach ja, ich hätte gerne noch eine Tantieme für 2022. Hätten Sie vor Beginn 2022 bereits vertraglich vereinbaren sollen. Ja, dann schauen wir uns noch einen weiteren Punkt an, das Thema Auto. Das muss natürlich im Anstellungsvertrag drin sein, und zwar jedes Auto, das Sie privat benutzen dürfen, weil das ist ja Lohnbestandteil, und schreiben Sie auch ruhig dazu, was das für eine Fahrzeugklasse sein darf, da gehen Sie lieber gleich in die Vollen, weil es blöd, wenn da drin steht, Geschäftsführer bekommt einen 5er BMW oder Mercedes E-Klasse und in Wahrheit fahren Sie einen Mercedes S600 mit 12 Zylindern. Wenn da jetzt ein kleinlicher Betriebsprüfer kommt, dann meckert der gleich. Also lieber gleich in die Vollen gehen. Übrigens, wenn Sie es jetzt gerne extrem luxuriös haben, da blende ich Ihnen hier einen Link ein zu einem anderen Video. Da ging es um einen Lamborghini Aventador mit 6.500 Euro monatlicher Leasingrate. Was dem Geschäftsführer passiert ist, beschreibe ich da in dem anderen Video. Schauen Sie doch da ruhig mal rein. Also wie gesagt, jedes Auto muss in den Anstellungsvertrag rein und abgesegnet durch Gesellschafterbeschluss. Bitte zurückspulen zum Anfang des Videos, beziehungsweise lesen Sie die Beschreibung, da mache ich Ihnen so einen Mustergesellschafterbeschluss rein. So, wir kommen zum fünften und letzten Punkt, und zwar ist das ein Punkt, den lassen Sie am besten gleich weg. Das war früher schwer in Mode, vor allem 80er, 90er Jahre, eine Pensionszusage. Lohnt sich nicht mehr. Kurz und gut. Und alle, die das damals gemacht haben, wären froh, wenn sie das los wären, weil eine GmbH mit Pensionszusage ist unverkäuflich und sie haben da eine riesen Rückstellung drin. Also alle, die das gemacht haben, verfluchen diesen Entschluss heute. Sie fangen damit am besten gar nicht erst an. Kurze Beschreibung, wie eine Pensionszusage funktioniert. Ihre GmbH sagt Ihnen eine Altersrente zu, dafür bildet die GmbH Rückstellungen, spart Steuern, und diese gesparten Steuern werden dann investiert in eine Lebensversicherung oder ETF oder was auch immer. Es gibt aber viele Probleme, warum die ganze Rechnung nicht aufgeht. Also lassen Sie es heutzutage komplett out. Ja, ich weiß schon, da werden jetzt viele Finanzberater wieder mir in die Kommentarzeilen schreiben, lieber Gesirig, du hast überhaupt keine Ahnung von Finanzanlagen. Ja, damit muss ich leben. Ansonsten verlinke ich auch hier auf ein anderes Video von mir. Betriebliche Altersvorsorge lohnt sich nicht. Machen Sie es lieber auf privater Basis, haben Sie mehr davon und sind viel flexibler. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie konnten von dem Video profitieren. Übrigens, falls Sie eine GmbH haben im Großraum München und möchten gerne beraten werden von mir, kein Problem, schreiben Sie mir ein E-Mail, da machen wir doch was aus. Und übrigens, wir bieten das Komplettpaket mit Lohnabrechnung, Finanzbuchhaltung, Zahlungsverkehr, allem, was dazugehört. Und abonnieren Sie doch meinen Kanal, vielleicht finden Sie ja noch einen anderen Beitrag, der für Sie relevant ist.